Schon ganz viele Kinder haben den neuen Bewegungsparcours in der Wilhelma in Stuttgart getestet. Und sie waren alle begeistert, wie viel Spaß Bewegung machen kann. Sie dürfen rennen, klettern, hüpfen und so die Bewegungen der Tiere nachahmen. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg möchte mit dem Bewegungsparcours mehr Lust auf Sport machen. Mit einem Großaufgebot wurde der neue Bewegungsparcours in der Wilhelma eröffnet. Alle Beteiligten waren sich einig, das ist ein echter Meilenstein für die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Ich habe schon einige Veranstaltungen miterleben dürfen, wo auch Kinder eingeladen waren. Und ich habe viele Kinder erleben dürfen, die wirklich mit im Alter von 12, 13 Jahren keine Rolle vorwärts machen konnten, was eigentlich erschreckend ist. Das gehört irgendwie, glaube ich, doch eigentlich dazu irgendwie. Also Kinder und Bewegung, das muss eigentlich sein. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg, die hat sich überlegt, dass ja Bewegung etwas ist, was Mensch und Tier verbindet. Ein Lebenselixier sozusagen. Und es gibt doch eigentlich nichts Besseres, als beides zusammenzuführen und dadurch die Kinder, indem sie das Tier zum Vorbild nehmen und zum Vorbild haben, die Kinder zur Bewegung zu motivieren und zu animieren. Die Bewegungslandschaft orientiert sich hier ganz genau an den Bildungsplänen der Grundschule, im Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen. Und das ist das Schöne dran. Die Kinder können hier nicht nur toben, sondern sie können auch was lernen. Sie können für sich was lernen, wie man sich richtig bewegt. Das ist ja wirklich erschreckend, dass Kinder genau dieses nicht mehr können, weil sie es nicht dürfen. Wo kann man auf der Straße noch Fußball spielen zum Beispiel? Wir haben den Platz, die Kinder und die Tiere. Und die Kinderturnstiftung hat uns jetzt noch die Geräte hingestellt. Also eine Symbiose. Ich glaube, es gibt in der Wilhelma wenige Einrichtungen, wo mit so wenig Geld so viel Freude bereitet werden wird. Interessant war ja, bei einer Umfrage kam heraus, was ist das Schönste in der Wilhelma? Kinder wurden gefragt und die Antwort war nicht etwa der Seelöwe oder der Elefant oder der Tiger. Es war der Kinderspielplatz. Aber es ist natürlich weit mehr als nur ein Spielplatz, den wir hier einweihen in der Wilhelma. Es sind Bewegungslandschaften, die pädagogisch unterstützt werden, mit einem pädagogischen Konzept versehen sind. Weil es geht natürlich um mehr als nur sich zu bewegen. Man muss auch die Bewegung als Objekt sehen oder als Möglichkeit sehen, eben sich auch zu entwickeln, auch die geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. In unmittelbarer Nähe der Tiergehege animieren 9 Bewegungsstationen jetzt zum Mitmachen. Das ist der Grundgedanke der Kinderturnwelt in der Wilhelma. Da geht es darum, zu balancieren, zu klettern oder zu rennen. Den Kindern hat es, denke ich mal, sehr viel Spaß gemacht. Man hat sie ihn angesehen und ja, toll. Es ist eine sehr gute Idee, vor allen Dingen für die Kids. Sie können einfach erstmal die Tiere angucken und danach die Tiere selber nachmachen, was sie überhaupt machen. Und doch, das finde ich ganz toll. Vor allen Dingen ist es auch sehr gut gelungen. Witzig. Ansprechend, toll. Also hat sogar mich als Vater animiert, da mal mitzumachen, obwohl es ja jetzt eigentlich heute nur für die Jungs war. Aber nett war es auf jeden Fall. Die Idee zum Bewegungsparcours stammt vom Projekt Kinderturnen on Tour. Seit 2008 nimmt die mobile Kinderturnwelt Tiere auf allen Kontinenten zum Vorbild und lässt Kinder zum Beispiel springen wie ein Känguru oder hangeln wie ein Affe. Jetzt ist die Kinderturnstiftung dort, wo sich Kinder und Tiere direkt begegnen, im Zoo. An jeder Station des Bewegungsparcours wird eine andere motorische Fähigkeit geschult. Auf Informationstafeln werden den Kindern dazu verschiedene Bewegungsaufgaben gestellt. Außerdem erfahren sie interessante Details zu den jeweiligen Tieren, deren körperliche Eigenschaften und Lebensräume. Hier in der Wilhelma kommen ca. 2 Millionen Besucher jährlich her. Das heißt, ganz Baden-Württemberg tingelt in die Wilhelma. Und das ist natürlich unsere größte Zielgruppe. Und denen können wir Spaß an Bewegung vermitteln. Ein sogenanntes Reiseheft wird die Kinder auf dem Bewegungsparcours in der Wilhelma begleiten. Darin gibt es für jede Station eine kleine Testaufgabe. Damit lassen sich die Fähigkeiten der Kinder überprüfen und Fortschritte können direkt vor Ort festgestellt werden. Doch auch für die Erwachsenen gibt es Tipps, wie sie Bewegung ganz einfach in den Alltag der Kinder integrieren können und wo sie Angebote rund um das Kinderturnen finden können. Jetzt heißt es, Achtung, fertig, los! Auf in den Bewegungsparcours der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.
Die Kinderturnwelt in der Wilhelma animiert ab sofort zum Sport beim Zoobesuch. So lernen die Kinder ganz nebenbei, sich gezielt und koordiniert zu bewegen. Und wer richtig fit ist, der kann später dann auch viel besser lernen. Den Bewegungsparcours finden Sie auch online unter kinderturnstiftung-bw.de.